Baby girl. Baby girl. Where are you? Wo bist du? Es wird kalt hier draußen. Und Schnee ist auf der Straße. Melde dich bitte. Baby girl, ich vermisse dich so sehr. Das geht schon viel zu lange so. Ich liebe dich so sehr und vermisse dich. I just miss you very much, baby girl. Mit diesem Video wendet sich Bella, die Schwester von Angela Alexis, verzweifelt via Facebook an sie. Mit der Hoffnung, dass Angela doch noch lebt. Auf diese Weise suchen Angehörige im ganzen Land nach ihren Vermissten. Die Fälle der Missing and Murdered reißen bis heute nicht ab. Laut einer 2020 veröffentlichten Studie ist die Rate an Gewaltverbrechen in mehrheitlich indigenen Communities wie dem Alexis-Reservat 9-mal höher als im Rest des Landes. Die Chance, Angela hier wirklich noch leben zu finden, ist nach über 2 Monaten nur gering. Überall, wo die Familie menschliche Spuren findet, steigt die Anspannung, doch auf Hinweise zu ihrem Schicksal zu stoßen. Die Alexis-Familie katalogisiert alle verdächtigen Gegenstände. Wir machen Fotos der Dinge und markieren sie auf der Karte. Nur für den Fall, man weiß ja nie. Wenn jemand dort vergraben wurde, dann hätten wir Beweise. Wir fassen die Sachen nicht an. Dafür haben wir diese Stäbe. Wir drehen sie nur um. Denkst du jedes Mal, heute werde ich sie finden? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe darauf, dass wir ihren Geruch wahrnehmen. Wir halten nach Vögeln oder anderen Tieren Ausschau. Die Aasfresser würden uns sehr weiterhelfen in dieser Situation mit dem Schnee. Aber ich habe immer Hoffnung. Man weiß ja nie. Es ist so krass, wie aussichtslos das eigentlich ist, was wir hier gerade tun. So im tiefsten Winter nach einer Leiche zu suchen unterm Schnee und darauf zu hoffen, dass irgendwie Vögel an einer bestimmten Stelle kreisen, darauf zu hoffen, dass man einen Pullover findet oder eine Hose oder einen Schuh in einem Gebiet, das so groß ist. Ich merke schon, so nach 10 Minuten fange ich schon so an, so rumzupieken und dann so, was soll das bringen? Wie soll man denn hier was finden? Es ist die verzweifelte Suche nach Antworten, die Angelas Familie immer wieder in den Wald treibt. Ich frage mich, wie konnte Angela in einer Community, in der jeder jeden kennt, so spurlos verschwinden? Dazu muss ich mehr über die Vermisste erfahren. Jemand, der mir Details zu ihrem Leben erzählen kann, ist ihr Onkel Francis. Er ist ein sogenannter Elder, ein verdientes Mitglied der Alexis First Nation, dessen Worte Gewicht unter den Menschen hier haben. Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Kannst du mir einen Eindruck davon geben, was für ein Mensch Angela war? Sie war ein guter Mensch. Sie hatte Kinder und sie liebte sie. Sie war eine gute Mutter. Schließlich landete sie bei einem Typen. Und dieser Typ fing an, sie zu missbrauchen und zu misshandeln. Daraufhin trennten sie sich. Dann zog sie zu meiner Schwester, ihrer Mutter. Und während sie ihren Vater und ihren Freund besuchte, brannte das Haus nieder. Ihre Mutter, ihr Stiefvater und 3 ihrer Kinder, sie alle verbrannten dort. Das nahm sie sehr mit. Wir beginnen mit einer erschütternden Meldung westlich unserer Stadt. 5 Menschen, darunter 3 Kinder, wurden tot in einem ausgebrannten Haus gefunden. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang, aber das Haus wurde zerstört. Stunden später entdeckte sie eine Leiche im Haus und dann 4 weitere. Die Polizei geht davon aus, dass 2 Erwachsene und 3 Kinder starben. Dieser Tag veränderte alles für Angela. Sie verlor auf einen Schlag 3 ihrer 5 Kinder und ihre eigene Mutter in den Flammen. Das Leid, das die junge Frau durchleben musste, ist nicht vorstellbar.
Was ich von Francis über Angela erfahre, zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, einen Blick hinter die Statistiken zu werfen und die Fälle individuell zu betrachten. Ein solcher Schicksalsschlag wirft jeden aus der Bahn. Jazz bringt mich zum Friedhof des Reservats. Dabei werden wir von weiteren Angehörigen begleitet. Sie alle trifft der erneute Verlust eines geliebten Familienmitglieds hart. Hier liegt Angelas Mutter. Ja. Und ihre drei Kinder genau hier. Angela wollte ihre Kinder vor der Gewalt ihres Ex-Freundes bewahren und übergab sie in die Obhut ihrer Mutter Janet. Vor dem Hausbrand konnte sie sie nicht schützen. It's unbelievable. Es ist unglaublich. Nach dem Tod der drei Kinder im Dezember 2019 geriet Angela in eine Abwärtsspirale, aus der sie nicht mehr ausbrechen konnte. Und um die Situation noch zu verschlimmern, kam das Jugendamt und nahm ihre zwei verbliebenen Kinder mit. Sie waren ihr ein und alles. Aber sie nahm sie ihr weg und schließlich begann sie sich mit den falschen Leuten zu treffen. Angela stürzte ab. Ihr seelisches Leid betäubte sie mit Drogen und sie umgab sich mit Abhängigen, war kaum noch erreichbar für ihre Familie. Schließlich wurde sie wegen Beschaffungskriminalität verurteilt und musste eine 6-monatige Haftstrafe absitzen. Nur eine Woche nach ihrer Entlassung verschwand Angela. Zu dieser Zeit gab es auffallend viele Hausbrände auf dem Reservat, auch in Häusern, in denen sich Angela aufgehalten haben soll. Die Familie fragt sich, ob das mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnte. Als wir die Suchaktion gestartet haben, hast du gesagt, wir sollten alle Brände untersuchen, die seit ihrem Verschwinden stattfanden. Der erste Brand war genau dort. Ja, der erste war dort, wo das Haus abbrannte. Das war das Feuer am 20. um 3 Uhr nachts. Wir hatten ja einige Brände seitdem. Okay. Es brannte sogar in dem Haus, von dem sie sagten, dass Angela dort war. Ein Wohnwagen dahinter brannte und das Feuer ging auf das Haus über. Okay. Es gibt eine Menge Gerüchte. Die Menschen hier reden viel. Der Gedanke, dass jemand auf dem Reservat weiß, was mit ihr passiert sein könnte, ist für die Familie eine unerträgliche Situation. Eine Unbekannte hat geprahlt, dass sie Angela umgebracht hat. Ein junges Mädchen. Als die Polizei sie darauf ansprach, leugnete sie es. Es gab weitere Geschichten, dass jemand anderes beteiligt war. Alle möglichen Gerüchte, die uns auf eine aussichtslose Suche führten. Ich weiß nicht, was an diesen Gerüchten dran ist, aber Angela hat weder geschrieben noch angerufen. Die Tatsache, dass einer deiner Nachbarn, der wirklich links von dir wohnt, möglicherweise weiß, wo meine Nichte vergraben ist im Wald, das würde mich wahnsinnig machen. Und ich finde, das ist so, das hat was extrem Unheimliches. Es gibt eben Geheimnisse, die nicht miteinander geteilt werden und die können dazu führen, dass eben Menschen verschwinden. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis meldete sich Angela bei ihrem Onkel Francis. Sie suchte Hilfe, wollte ihr Leben wieder in den Griff kriegen und dafür kämpfen, das Sorgerecht für ihre zwei verbliebenen Kinder zurückzuerhalten. Doch sie wurde rückfällig. Sie rief mich an und sagte, ich brauche Hilfe. Ich will nicht mehr trinken und Drogen nehmen. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen und einen Entzug machen. 2 Tage später meldete sie sich erneut und wollte Zigaretten. Ich brachte ihr welche und meinte zu ihr, ich denke, du solltest die Familie besuchen. Wir können dir helfen. Wir können dich unterstützen. Und sie sagte ja. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Das war an einem Abend Ende August 2022. Angela hielt sich in einem Haus im Reservat auf, das als Treffpunkt für Drogenabhängige gilt. Gleich sind wir am Haus. Okay, es sieht wirklich aus wie ein... Als Onkel Francis dorthin fuhr, kam sie heraus. Es sieht so aus, als würde dort niemand leben, oder? Ja, aber die leben dort. Aber die Fenster sind kaputt. Ja, und es ist überall vollgesprüht. Ich bin auch zum Haus gelaufen und habe sie gefragt, ob Angela da sei oder wann die sie das letzte Mal gesehen haben. Denn sie wird vermisst.
Sie sagten mir, dass sie zusammen gearbeitet hätten, aber sie dann gegangen wäre. Was geschah mit Angela, nachdem Francis sie an diesem Haus das letzte Mal gesehen hat? Ihre Familie hofft darauf, irgendwann eine Antwort zu finden. Doch bisher scheint auch die Polizei keine Anhaltspunkte zu haben. Jess gibt zwar alle Gerüchte und Informationen direkt an die Ermittler weiter, bekam bisher aber kaum Rückmeldungen. Die groß angelegten Suchen im Gelände organisiert die Familie selbst. Warum müsst ihr und eure Familie die Arbeit der Polizei übernehmen? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe sie gefragt. Wie kommt es, dass wir hier draußen kein Suchteam haben können? Wir wollen auch die Seen absuchen und brauchen eine Drohne. Sie sagten mir nur, dafür haben wir nicht die Mittel. Sie seien sehr begrenzt. Sehr begrenzt für wen? Für die First Nations oder was? Weil wir haben einen großen Teil der Vorarbeit für sie geleistet. Aber wir machen sie immer wieder auf uns aufmerksam. Denn wenn wir das nicht tun, werden sie uns vergessen und den Fall schließen. Und wir wollen nicht, dass das passiert. Ich möchte mir ein eigenes Bild der Polizeiarbeit rund um das Verschwinden von Angela machen und frage bei den zuständigen Ermittlern an. Auf die Antwort werde ich warten müssen. Jess hingegen ist mit ihrem Frust nicht allein. Indigene Gruppen beklagen, dass die Polizei die vermissten Fälle der Missing and Murdered nicht ernst genug nimmt. Das Misstrauen auf beiden Seiten scheint groß. Darüber möchte ich mit Inspektor Kimberly Mueller sprechen. Sie ist die ranghöchste indigene Polizistin des Bundesstaats Alberta. Neben Angela gelten hier aktuell insgesamt ca. 40 indigene Frauen und Mädchen als langzeitvermisst. Der häufigste Vorwurf, den ich bisher über die Polizei in Kanada gehört habe, ist, sie kümmere sich nicht genug um die Fälle von vermissten und ermordeten indigenen Frauen in Kanada. Wie sehen Sie das? Wenn ich mir die Fälle von ermordeten oder vermissten indigenen Frauen ansehe und sie mit den Fällen von ermordeten und vermissten nicht-indigenen Frauen vergleiche, sind die Aufklärungsraten sehr ähnlich. Aus polizeilicher Sicht ist es also ein wenig frustrierend, wenn ich Dinge höre wie, die Polizei kümmert sich nicht. Indigene Organisationen zweifeln diese Quoten der Polizei an. Eigene Erhebungen weichen stark von den offiziellen Zahlen ab. Hinzu kommt, dass indigene Frauen nur einen sehr kleinen Teil der weiblichen Bevölkerung in Kanada ausmachen. Aber ca. 25% aller weiblichen Mordopfer. Vermisstenfälle wie der von Angela zählen da noch gar nicht hinzu, weil noch keine Leiche gefunden wurde. Wir recherchieren auch zu einem aktuellen Fall einer vermissten Frau. Wenn Sie von solchen Meldungen hören, denken Sie dann nicht schon wieder? Ich möchte nicht so klingen, als würde ich den Opfern die Schuld geben wollen. Aber wenn eine Frau vermisst wird, gibt es in ihrem Leben oft Faktoren, die das beeinflussen. Sie sind arbeitslos, sie nehmen Drogen, sie haben vielleicht psychische Probleme, sie leiden vielleicht unter häuslicher Gewalt, sie prostituieren sich vielleicht. Es kommt selten vor, dass jemand wie ich oder meine Tochter, die nur zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, nach Hause gehen, ermordet oder vermisst werden. Ich muss an Angela denken. Viele der Faktoren, die Inspektor Mueller hier aufzählt, treffen auch auf sie zu. Häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch und dazu noch der dramatische Verlust ihrer Kinder. Und ja, Tina Fontaine und Angela Alexis lebten am Rand der Gesellschaft, in zerrütteten Familien und von Schicksalsschlägen geprägt. Aus dem Mund der Polizistin klingt es so einfach. Indigene Frauen seien eben stärker von negativen Faktoren wie Drogenmissbrauch betroffen und würden deshalb auch leichter Opfer von Verbrechen. Eine Frau, die sich nicht mit diesen einfachen Erklärungen zufrieden gibt, ist die Politikerin Nahani Fontaine. Sie kämpft gegen das dunkle Erbe der Kolonialgeschichte mit den Residential Schools. Auch sie machte traumatische Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und Drogen und ihre Mutter starb jung an einer Überdosis Heroin. Trotz dieser einschneidenden Erfahrungen ist sie heute Fraktionsvorsitzende in einem Parlament in Kanada und ist damit eine der einflussreichsten Stimmen der Missing and Murdered Bewegung. Sie hebt die Verbrechen auf eine neue Ebene. Das ist eine Krise, ein andauernder Völkermord. Das muss den Menschen klar werden.
Wir, die Ureinwohner dieser Gebiete, flehen Regierungen und die Öffentlichkeit an, unser Leben als wertvoll zu betrachten. Das verstehe ich nicht. Warum müssen die indigenen Menschen dafür betteln? Kanada ist ein koloniales Projekt. Ein ausdrückliches Ziel dabei war es, die Rolle der indigenen Frauen und Mädchen zu entwerten. Deconstruct or dismantle the role of indigenous women and girls. Unser Volk versteht Frauen als heilig, als den Ursprung des Lebens, als unabhängig, als gleichberechtigt. Als die Neuankömmlinge, die Siedler und Missionare herkamen, begannen sie, dieses Prinzip anzugreifen. Wenn man also die Identität indigener Frauen und Mädchen herabsetzt, ist das der Boden, auf dem diese Krise gewachsen ist. Und bis heute zahlen indigene Frauen und Mädchen den Preis für dieses koloniale Projekt mit ihrem Leben. So wie auch Tina Fontaine mit ihrem Leben bezahlen musste. Aber wer sind eigentlich die Täter? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Es gibt nicht den einen Tätertyp. Sie können sowohl der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, als auch ein Teil der indigenen Community sein. Analysen zeigen aber, dass oft nicht indigene Täter beteiligt sind. So kann einer indigenen Frau eine Zufallsbegegnung auf der Straße eher zum Verhängnis werden als einer weißen Frau. Dieser Unterschied ist Ausdruck eines Systems, das indigene Frauen abwertet. Zu diesem Ergebnis kommt auch die öffentliche Untersuchung zu den Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. 2019, 4 Jahre nach der Ankündigung Justin Trudeaus, wurde der Report während einer feierlichen Zeremonie an den kanadischen Premierminister übergeben. Die Hoffnung auf Besserung war groß. I refuse to let our present and our future mirror our past. To the missing and murdered Indigenous women and girls of Canada, to their families and to survivors, we have failed you. We will fail you no longer. Es war das erste und bisher einzige Mal, dass indigene Familien die Möglichkeit hatten, die Geschichte ihrer Angehörigen in die offizielle kanadische Chronik aufzunehmen. As part of the official Canadian record. Deshalb war es so wichtig. Earlier this morning, the National Inquiry formally presented their final report, in which they found that the tragic violence that Indigenous women and girls have experienced amounts to genocide. Es war das erste Mal, dass das Leid der indigenen Bevölkerung auf höchster Regierungsebene anerkannt wurde. Der finale Bericht der öffentlichen Untersuchung gibt 231 konkrete Handlungsanweisungen. Dazu gehören zum Beispiel Programme für den besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Wohnraum, Lebensmitteln und öffentlichem Nahverkehr, auch in abgelegenen Regionen Kanadas. Außerdem wird angeregt, dass die Polizei durch eine unabhängige Institution kontrolliert und indigene Sprachen durch die Verfassung geschützt und gefördert werden sollen. Was ändert die Untersuchung? Es ist eine Sache, einen finalen Bericht zu haben, und dann ist es eine vollkommen andere Sache, den Handlungsanweisungen daraus auch wirklich nachzukommen. Das erfordert Geld und Mut. Nahani kritisiert, dass trotz des Berichts in den letzten Jahren nicht genug für die Sicherheit der indigenen Frauen getan wurde. Noch immer verschwinden zu viele Frauen, noch immer leiden zu viele indigene Menschen unter schlechten Lebensbedingungen, Armut und Rassismus. Studien zeigen, indigene Frauen, die in abgelegenen Gebieten leben, scheinen besonders gefährdet zu sein. Ich reise mit meinem Team nach British Columbia. Hier im Norden der Provinz liegt eine Straße, die es zu trauriger Berühmtheit geschafft hat, der sogenannte Highway of Tears. Der friedliche Eindruck der endlosen Weite und dünn besiedelten Wildnis entlang des rund 700 Kilometer langen Highway-Abschnitts trügt. In den letzten Jahrzehnten sind hier zahlreiche Frauen verschwunden oder tot aufgefunden worden. Die meisten indigen. Nur wenige der Fälle konnten bisher aufgeklärt werden. Auch deshalb ist die Straße zu einem Symbol für die Missing and Murdered geworden. Ich bin hier, um mehr über einen aktuellen Fall zu erfahren.
Aber auf unserem Weg fallen uns zuerst ein paar Schilder auf, die eine weiße junge Frau zeigen. Für Hinweise über ihr Schicksal scheint die Familie 100.000 kanadische Dollar zu bieten. Ein hoher Betrag, den ich bisher auf keinem anderen vermissten Plakat gesehen habe. Während eines Zwischenstopps auf einem Parkplatz fällt mir dann ein Auto mit demselben Foto auf der Heckklappe ins Auge und ich spreche die Fahrerin an. Thank you very much. Ich habe gerade mit ihr gesprochen, aber sie möchte auf gar keinen Fall assoziiert werden mit dem Highway of Tears. Und dann meinst du, ist die woanders verschwunden, die Madison? Und sie, nee, die ist schon hier verschwunden. Aber auf dem Highway of Tears verschwinden ja nur die indigenen Mädchen aus schlechtem Hause. Sie kommt ja aus gutem Haus. Deswegen möchte sie nicht assoziiert werden damit. Okay. Aber es ist natürlich genauso ein Fall wie auf dem Highway of Tears. Das gehört genau dazu. Also die Verhältnisse sind klar. Ja. Zum ersten Mal auf dieser Reise spüre ich die große Kluft zwischen Teilen der weißen und der indigenen Gesellschaft hautnah. Es sind diese rassistischen Vorurteile gegenüber indigenen Frauen, die mir zeigen, dass vielen Kanadiern noch ein langer Weg der Versöhnung bevorsteht. Wir fahren weiter. Doch die Begegnung auf dem Parkplatz lässt mir keine Ruhe. Wie soll sich die Situation für indigene Frauen ändern, wenn sie nach wie vor von den Menschen hier nicht als gleichwertig angesehen werden? Unser Ziel auf dem Highway of Tears ist die Kleinstadt Smithers. Sie ist Anziehungspunkt für Skitouristen im Winter und Camper und Angelurlauber im Sommer. Für Jessica Patrick sollte die Stadt zum Verhängnis werden. Und jetzt zu einem grausamen Fund im nördlichen British Columbia. Ermittlungsbehörden untersuchen die Entdeckung menschlicher Überreste in Smithers. Die 18-jährige Jessica Patrick Balzer wird in diesem Gebiet seit dem 31. August vermisst. Nach einer Party in einem Motel am Stadtrand verschwand Jessica spurlos. 2 Wochen später fand ein Angehöriger ihre Leiche an einem Aussichtspunkt nicht weit von der Stadt entfernt. Ihr Körper wurde wie Müll einfach eine Böschung hinuntergestoßen. Ihr Mörder wurde bis heute nicht gefasst. Der Fundort von Jessicas Leiche gehört zum Territorium der Wet'suwet'en, eine hier ansässige indigene Volksgruppe. Mitten durch ihr Land führt der Highway of Tears. An zahlreichen Stellen entlang der Strecke finden wir die roten Kleider, das Symbol der Missing and Murdered. Ich bin mit dem Oberhaupt eines Wet'suwet'en-Clans verabredet. Hallo, Tilo, nice to meet you. Chief Namox hat der Mord an der jungen Frau schwer getroffen. Auch weil Frauen in seiner Kultur eine hohe Position haben. Alles, was wir machen, ist von Frauen inspiriert. Denk zum Beispiel an Mutter Erde. Die Frauen sind der Boss. Es sind die Frauen, die uns lenken, und es sind die Frauen, die uns auf die Erde gebracht haben. Chief Namox ist das Land seines Stammes heilig. Umso mehr trifft es ihn, wenn hier ein so grausames Verbrechen verübt wird. Sie haben sie hier einfach entsorgt, als wäre sie Müll. Sie war solch eine hübsche junge Frau. Sie als Chief, wie fühlen Sie sich, wenn Sie von solchen Fällen erfahren? Wenn Sie das Kreuz dort sehen? Nicht nur als indigener Mann, sondern auch als Chief. Indigenous man, but as a chief. Wie würdest du dich fühlen, wenn es dein Kind wäre? Genauso fühle ich mich, aber es kann jeden treffen. Bloß warum an diesem schönen Ort? Wir glauben nicht, dass in dem Fall gründlich genug ermittelt wurde. Das ist kein Einzelfall. Diese Ermittlungen, sie geben den Familien keinen Abschluss. Man denkt, war es vielleicht diese oder jene Person, vielleicht auch der Typ, der gerade vorbeifährt. Du trägst diese Frage immer mit dir rum. Ich glaube, die verspotten uns. Tun sie. In dieser Stadt gibt es viel Rassismus. Schau, wie mutig sie sind. Sie verspotten uns und fahren davon. Sie wissen genau, dass dieses Kreuz hier hängt und worüber wir sprechen. Aber das nimmt uns nicht unsere Menschlichkeit. Es nimmt sie ihnen, nicht uns.
Sie sind der Ansicht, dass Indigene Untermenschen sind und dass sie sich deshalb so verhalten können. Wir haben alle Herzen, wir haben alle Seelen, wir haben alle Familien, wir haben alle Liebe. Wenn ich mich auf ihr Niveau herablasse, ändert sich nichts. Vergebe ich ihnen? Nein. Vergesse ich? Nein. Aber glaube ich, dass es sich ändern kann? Ja. Und es liegt an uns, das zu tun. Aber warum in aller Welt sollten wir unsere Kinder so erziehen? Geh nicht hierhin, geh nicht dorthin. Wenn alle anderen es können. Aber weil du ein Indigener bist, darfst du es nicht. Du erziehst dein Kind dazu, Angst zu haben, ein Mensch zu sein. Die Worte des Chiefs sind hart. Aber sie verdeutlichen, mit welchen Ängsten indigene Menschen hier leben. Und Fälle wie der von Jessica zeigen ihnen, dass diese Ängste berechtigt sind. Gemessen an der Einwohnerzahl werden in Smithers doppelt so viele schwerwiegende Straftaten verübt wie im kanadischen Durchschnitt. Die Stadt ist Zwischenstopp für Reisende und Trucker. Das zeigen auch die vielen Motels entlang der Main Street. Könnte Jessicas Mörder nur auf Durchreise gewesen sein? Im Zentrum von Smithers treffe ich Selina. Sie war Jessicas beste Freundin. Die beiden sind hier zusammen aufgewachsen. Seit dem Tod von Jessica hat sie sich zurückgezogen, ist nur noch selten unterwegs. Smithers tue ihr nicht gut, sagt sie. Was ist so schlimm an diesem Ort? Er ist wirklich toxisch. Alle sind so festgefahren. Und ich habe das Gefühl, wenn ich weiter in dieser Stadt bleibe, werde ich auch einmal so. Ich weiß, dass du einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal hast. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein Ausweg für dich ist, ohne Smithers zu verlassen. Ja, irgendwie schon. Ich habe bemerkt, dass einige indigene Frauen viele Views auf TikTok bekommen. Also versuche ich mein Bestes, um eine Menge Content dort zu posten. Selina postet hauptsächlich Make-up-Videos und zeigt stolz ihre indigene Identität. 12.000 Menschen folgen ihr auf TikTok. Dort findet sie die Anerkennung, die sie im echten Leben oft vermisst. Es ist ein Weg, um Smithers zu entkommen, denke ich. Es sind vor allem die jungen, indigenen Frauen wie Selina, denen Kanada gerecht werden muss. Ihnen Möglichkeiten geben muss, ein unbeschwertes Leben in Sicherheit führen zu können. Doch der Mord an ihrer besten Freundin verfolgt sie bis heute. Wenn du hier auf den Straßen in Smithers unterwegs bist, hast du dann Angst? Ja, habe ich. Ich meine, man weiß nie, wer sich alles auf den Straßen herumtreibt. Besonders, weil bisher niemand Jessicas Mörder gefunden hat. Ich hoffe einfach, dass sie glücklich lächelnd auf uns hinunterschaut und wie ein Schutzengel einfach da ist. Ich merke Selina an, dass sie für ihre Zukunft kämpfen möchte. Doch nicht nur der Tod ihrer besten Freundin belastet sie schwer. Are you feeling alone sometimes? Fühlst du dich hier manchmal einsam? Ja, das bin ich. Meine Mutter ist letztes Jahr verstorben. Das tut mir sehr leid. Ich habe versucht, Unterstützung zu bekommen, denn ich habe drei Brüder, um die ich mich jetzt kümmere, weil wir auch keinen Vater haben. Bis heute bekommt Selina laut eigener Aussage keinerlei finanzielle oder soziale Unterstützung vom Staat oder der Lake Babine First Nation, der sie angehört. Möchtest du Smithers verlassen? Ja. Wo willst du hin? Irgendwohin, nur nicht hier. Irgendwohin. Selinas Durchhaltewillen beeindruckt mich, wenn ich bedenke, dass auch sie schon viele Menschen in ihrem Leben verloren hat. Auch die Familie von Angela Alexis nutzt weiterhin jede freie Minute, um ihr vermisstes Familienmitglied zu finden. Auf meine Anfrage, Informationen über Angelas Fall zu erhalten, antwortet die Polizei erst nach einigen Wochen, sie könne aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Auskunft geben. Sie bestätigte mir allerdings, dass sie ein Suchteam im Reservat eingesetzt habe. Dabei sollen Kleidungsstücke gefunden worden sein, die wahrscheinlich Angela zuzurechnen sind. Gebracht hat der Fund leider wenig. Auch heute, ein Jahr nach ihrem Verschwinden, weiß niemand, was mit Angela passierte. Aufgeben ist für die Alexis-Familie keine Option. We've been through a lot. Wir haben eine Menge durchgemacht. Wir machen einfach weiter, Tag für Tag, und kommen damit zurecht. Und hoffen auf das Beste. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Und es darf uns nicht deprimieren. Die Kinder beobachten uns.
Die jungen Leute beobachten uns. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir nicht aufgeben dürfen. Egal, was passiert. Wir müssen weitermachen. We can't give up. We gotta keep going. Egal, mit welcher indigenen Frau ich in Kanada gesprochen habe, jede dieser Frauen war entweder selbst betroffen von Entführungen, von Familienmitgliedern oder Mord an Familienmitgliedern, oder sie kannte Geschichten von anderen, die davon betroffen waren. Die Vorzeigenation Kanada lässt seine indigene Bevölkerung im Stich. Der Blick auf die Schicksale hinter den Zahlen hat mir auf meiner Reise gezeigt, dass Umstände wie ein zerrüttetes Elternhaus oder Schicksalsschläge wie der Verlust der eigenen Kinder die indigenen Frauen in eine gefährliche Abwärtsspirale bringen können. Umso wichtiger ist es aber, die Ursache für all die Probleme dabei nicht zu übersehen. Das, was ich erlebt habe, das, was ich erfahren habe hier in diesem Land, ist ein Zeichen für etwas ganz anderes, nämlich für etwas viel Größeres, für unaufgearbeitete koloniale Strukturen, die hier aufrechtgehalten werden, die in ganz Nordamerika aufrechtgehalten werden und um die man sich nicht so richtig kümmern möchte. Und über diesem Problem steht sogar noch ein größeres Problem, nämlich wie Männer im 21. Jahrhundert mit Frauen umgehen.